Scheiß leiser. So, liebe Godzillas und Kongs, ich melde mich heute Abend doch nochmal bei euch ganz kurz für ein klitzekleines Video. Nämlich eine ganz kurze Ankündigung bzw. eine Frage. Ich habe jetzt schon des Öfteren gelesen, dass ihr auch Interesse an der ganzen Jurassic-Reihe hättet. Hallo? Das bedeutet Jurassic Park, Jurassic World. Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich den Kurzfilm Battle at Big Rock heißt der, glaube ich, gesehen habe. Habe ich gesehen. Und ich habe mir gedacht, ich kann damit sogar vielleicht neben Godzilla noch ein zweites Format aufmachen. Ich denke mal, das müsste möglich sein, weil ich eh gerade Bock habe, nochmal ein Buch zu lesen. Ich habe es zwar schon mal gelesen, aber ich habe ja das Buch hier zu Jurassic Park. Und ich dachte mir, ich könnte das ja so machen, dass ich immer so ein Kapitel lese. Ich werde euch da keine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Das mache ich nicht. Ich werde das Ganze einfach für mich selber lesen und werde dann jeweils pro Kapitel, vielleicht auch mal pro zwei Kapitel, werde ich euch ein Video veröffentlichen und werde dann mal die Kapitel gegenüberstellen zu dem, was im Film erzählt wird. Dachte mir, das kann vielleicht ganz cool werden, da ich euch eben erstmal dann genau die Kapitel vorstelle und erkläre, was da passiert ist. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, und das im Film passiert. Die Idee kam mir jetzt einfach ganz spontan, weil ich eben echt oft gelesen habe, dass ihr wirklich auch Interesse an Jurassic Park habt, generell an der Jurassic World Reihe. Und dachte ich mir, das wäre auch eine Option. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Und ich werde euch auf gar keinen Fall dazu auffordern, mich auf Instagram zu abonnieren. Ich finde sowas immer lächerlich. Wäre aber ganz cool, wenn ihr das mal im Blick behalten könntet, damit ich solche Anfragen wie jetzt einfach nur in meiner Story machen kann. Vielleicht mit so einem Abstimmungsbutton-Gedöns, was es ja bei YouTube eben nicht gibt, glaube ich. Damit man da einfach mal abstimmen kann, eben dann ganz kurz. Wenn ihr dann irgendwie einfach mal einmal im Tag einschaltet, dann mal kurz auf Game Incense, auf Instagram, reicht es ja. Ihr müsst nichts abonnieren, ihr werdet nie von mir hören, ihr müsst abonnieren, um das und das zu machen. Ich finde das immer schwachsinnig. Wenn es euch eben nicht gefällt, müsst ihr es auch nicht abonnieren. Und von daher einfach nur so als kleiner Reminder, so einmal pro Tag vielleicht reingucken. Ich versuche dann immer auch morgens dann die News reinzuhauen oder die Fragen reinzuhauen. Und dann könnt ihr dann gezielt da abstimmen. Würde mich freuen, wenn ich hier eine ganz klare Antwort dann eben bekomme von euch, ja oder nein. Es wird keine Buchbesprechung werden, es wird auch kein Vorlese, ich kann besser mit Einschlafen-Termin werden. Keine Vorlesung ist der Begriff, den ich gesucht habe. Es wird einfach von mir eine Nacherzählung werden, der Geschichten, die ich jetzt hier lese, eben kapitelweise. Und dann werde ich sie eben den Film gegenüberstellen. Natürlich nur zu Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 zum Teil. Ab Jurassic Park 3 und Jurassic World 2 kann man keinen Vergleich mehr ziehen. Tatsächlich kann man aus diesem Buch aber auch einen guten Vergleich zu Jurassic World ziehen. Wie das geht, fragt ihr euch, erfahrt ihr, wenn ihr das Ganze positiv abstimmt und eben mehr erfahren wollt. Ich bin gespannt auf euer Voting und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.